Frau Präsidentin, vielen Dank, dass Sie mir das Wort erteilen, auch die lieben Kolleginnen und Kollegen und die Zuschauer hier draußen und drinnen. Ich möchte mich am Anfang ganz unbescheiden mal selbst zitieren und einen kurzen Ausblick, Rückblick auf die Aktuelle Stunde am 28.11.2012 gönnen. Auf Antrag der FDP diskutierten wir damals über die Versorgungssicherheit für Haushalts- und Industriestrom in Nordrhein-Westfalen im Betrieb von fossilen Kraftwerken sichern. Ich sagte damals an die CDU gewandt, wir brauchen keine Dinosaurier, denen man in Wirklichkeit schon vor 20 Jahren den Kopf abgeschlagen hat, bloß dass die Information an der Schwanzspitze noch nicht angekommen ist. Deshalb zuckt die CDU noch. Die schlechte Nachricht ist, sie zuckt immer noch. Die gute Nachricht ist, dass die Verstromung von Braunkohle in den Uraltmeilern der 60er Jahre zunehmend unrentabel wird und ein Großteil von ihnen aus sicherheitstechnischen, betriebswirtschaftlichen und wahrscheinlich auch klimapolitischen Gründen in den nächsten 2 bis 3 Jahren stillgelegt werden dürfte. Damit sind die derzeitigen Tagebaue ausreichend, sie sind mehr als ausreichend, es gibt Überkapazitäten. Und daran ändert auch eine Leitentscheidung der Landesregierung nichts. Herr Dr. Gerd Hachem, der verehrte Kollege, irrt, wenn er meint, dass die dritte Leitentscheidung nicht betroffen sein darf. Sie wird zwangsläufig betroffen sein. Und auch der Kollege Guido Vandenberg von der SPD, der gerne das rechtssichere Verfahren hier möchte, der wird merken, dass das bald obsolet ist. Es wird rechtssicher sein, aber im großen Buch des Vergessens stehen, überholt von den Tatsachen. Wesentliche Änderungen der Grundannahmen, wie Herr Dr. Hachem richtig in seiner Zwischenfrage formulierte, werden dafür sorgen. Eine Leitentscheidung, die dann diese Tatsachen nicht berücksichtigt, führt zwangsläufig zu zusätzlichen Belastungen aller Betroffenen, ohne irgendeinen Einfluss auf die Faktenlage zu haben. Eine Entlastung aller Betroffenen kann nur durch einen geplanten Ausstieg aus der Braunkohle erfolgen, wie zum Beispiel durch das von uns geforderte Braunkohleausstiegsgesetz. Denn, wie es im Antragstext formuliert ist, weder den betroffenen Anwohnern und Kommunen noch den Tagebaubetreibern ist es zuzumuten, erst am Ende eines sich jahrelang hinziehenden Verfahrens zur Änderung des Braunkohleplans eine belastbare Aussage zur Zukunft des Tagebaus zu erhalten. Das ist völlig richtig. Das muss schneller gehen. Die Verluste, die das Oligopol der großen Energieproduzenten vermeldet, die sprechen ihre deutliche Sprache. Alle Sabotageversuche gegen die Energiewende sind vergeblich. Sie können das Unvermeidliche vielleicht herauszögern, zum Beispiel durch die von unserem Energieminister Herrn Dünen geforderten weiteren Subventionen und dadurch volkswirtschaftlichen, klima-, energie- und umweltpolitischen Schaden und weitere Kosten für die Allgemeinheit verursachen. Aber Sie können es nicht verhindern. Gerade erst am letzten Wochenende haben einige hilfsbereite junge Mitbürger durch die kurzfristige Besetzung eines Braunkohlebaggers gezeigt, was Sache ist. Stopp und Ausstieg. Der Kohleausstieg ist Handarbeit, sagen diese Menschen. Dasselbe Ziel haben die Menschenkette Ende April und das Klimacamp im Sommer, die dort stattfinden werden. Die dort Beteiligten berücksichtigen auch schon die im Antrag unter Punkt 3 erwähnten Aspekte des Emissionsschutzes. Sie wissen, dass etwa 5,5 Millionen Tonnen Kraftwerksreststoffe abbauen pro Jahr auf den RWE-Deponien abgelagert werden, einschließlich Schwermetallen wie Quecksilber und Radionukliden in aufkonzentrierter Form. Der gezielte, beschleunigte Ausstieg, die bewusste Begleitung und gezielte Förderung des unvermeidlichen Strukturwandels, das würde mal eine Leitentscheidung schmücken können. Stattdessen besteht die Gefahr, dass die Landesregierung genau das versäumt. Und das ist zu kritisieren, das muss verhindert werden. Und es ist schade, dass Frau Zentis von den Grünen da auch nichts Substanzielles wieder beizutragen hatte. Die Grünen hier im Landtag machen keine Energiepolitik mehr. Die macht die SPD als verlängerter Arm der sterbenden Oligopole. Und für den CDU-Antrag sehe ich so schwarz wie für die fossile Energieerzeugung. Der Überweisung stimmen wir natürlich trotzdem zu. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.